Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe, aus der Kategorie oder einfach was anderes. Die 42161 und ich würde euch dringend empfehlen, was anderes zu kaufen. Lamborghini Huracan, richtig. 800 Teile, 53 Euro. Es ist jetzt im Sommer auf den Markt gekommen. Ich habe noch einen davon im Laden für 48 Euro, 5 Euro im Angebot. Der wird dann noch ein ganzes Weilchen stehen. Das Ding ist preislich im massiven Tiefflug. Meine kann ich euch gleich erzählen. Preisempfehlung startet so bei 30 Euro und drunter. Da werden wir hinkommen. Keine Sorge. Da kommt ihr hin, dann könnt ihr was machen. Lasst euch nicht von den 800 Teilen täuschen. Das sind Winzigkeitsteile. Ich habe das Ding gebaut. Ich weiß nicht, wo der 800 Teile drin sein sollen. Ich kann mich nicht erinnern. Es liegt auf jeden Fall nicht an dem, was das Modell kann. Das zeige ich euch sofort. Gehen wir erstmal zur Kiste. Das ist die Box. Eine Riesenkiste. Winzig kleines Modell. Wenn ihr euch fragt, 53 Euro, das ist der Grund. Hier oben. Das sind so ungefähr, wollte ich sagen, 25 Euro, die ihr zahlt, damit das da oben steht. Die haben da eine Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten muss. Hier unten sieht man tatsächlich die Vorlage. Im Gegensatz zum Cyan ist Lime die korrekte Farbe, um dieses Modell darzustellen. Beim Cyan 42115 ist es grob schief gegangen. Da haben sie zwar auch die Farbe benutzt, aber das Auto hatte die Farbe vom 42110 Defender. Doofe Geschichte, daneben gegriffen, kannst du nichts machen. Was sich nicht verändert hat, sind zwei gruselige Dinge bei beiden Lamborghinis. A, es gibt kein B-Modell, was eine Katastrophe in sich schon ist. Und B, also zum Zweiten, B-Modell war das Erste. Das Zweite ist, die Farbqualität ist unter aller Sau. Da ist sie nämlich. Und das für ein absolut überteuertes, lackgesoffen teures Produkt ist die Farbqualität so miserabel, dass ich das gar nicht einfangen kann hier. Ihr seht hier schon, ja, hier, Kontrollmonitor, da, dieser Konnektor. Der gibt euch eine Idee vom Winkel oder der hier oben oder der oder der oder der oder der oder die Paneele oder die Liftarme. Es gibt keine zwei Teilegruppen, die farblich bei diesem Set zusammenpassen. Die Paneele haben grob ein Grün, die Liftarme haben grob ein Grün, die Konnektoren haben grob ein Grün und die Softachsel haben grob ein Grün. Nichts davon ist identisch. Bei der Softachsel sage ich noch, okay, damit haben alle ein Problem. Das funktioniert nie gescheit. Eine Softachsel sieht immer ein bisschen anders aus als der Rest. Aber das hier, und meine Kamera ist wirklich sowas von schmeicheln für diesen Farbton, war beim Cyan ja schon so. Das sieht, ich gucke hier gerade, das sieht so richtig schön giftig grün aus. Der Gelbstich ist hier draußen bei mir. Wenn ihr euch das mal, ich stelle ihn zu mir in den Laden, könnt ihr euch angucken. Wenn ihr euch den mal so einfach bei normaler Beleuchtung anguckt, ihr rennt schreiend von dem Ding davon. Das ist eine massive Fehlleistung, dieses Teil. Unglaublich. Ganz kurz. Wir haben natürlich Sticker. Das ist übrigens noch ein Grünton. Also falls ihr noch einen gesucht habt, der. Und dazu haben wir eine Anleitung. Und jetzt denkt ihr, ja, aber guck mal, was für ein, oh, das wird hier, und dann hast du dir ein richtiges Lizenzprodukt gekauft und dann wird hier vorne was erzählt über die Geschichte von dem Automobil, da geht's richtig los und nö. Ist völlig egal. So inhalts- wie auch designfrei diese Anleitung, da ist gar nichts los, aber der Trost kommt am Ende. Da ist ein Foto. Von der Vorlage. Jetzt seid ihr glücklich, oder? Jetzt kann gar nichts mehr schief gehen. Ihr habt ein Foto vom Lamborghini in eurer Anleitung. Jetzt wisst ihr, warum ihr dafür 53 Euro zahlen sollt. Genau. Wir messen das Ding mal kurz aus. Passt auf den 42098er Autotransporter. Den hatte ich in meinem Laden jetzt für 150 Euro noch zum Listenpreis wieder angeboten. Achso, ich soll doch vorlesen, was ich messe, oder? Ich habe geguckt. 29 cm. Das Auto hat 12 mit den Bartscheln dazu, sind es 15, maximal 8. Guck, wie gut er aussieht. Es könnte auch einfach irgendein Auto sein für 35 Euro. 30 besser. Im Angebot für 25. Das wäre das Konzept eigentlich dieses Fahrzeugs. Dann wären wir in der Preisklasse vom 42075, der übrigens auch auf den Autotransporter gepasst hat, der übrigens ein B-Modell hatte, der übrigens eine Federung hatte, der bessere Farben hatte. Nur mal so unter uns. Wir bekommen das hier. Das hier ist toll, das hat nämlich großartige Funktionen. Obacht, los geht's. Wir können die Vorderseite hochklappen.
Ich glaube, das ist keine Funktion, ich glaube, es ist eher eine Sparmaßnahme. Der Pin zur Sicherung fehlt, deswegen kann man das hochklappen, weil das ergibt keinen Sinn. Dazu haben wir eine Lenkung, die läuft hier oben als Hand-of-God-Steuerung. Innen drin, das Lenkrad bewegt sich natürlich nicht mit. Einparken üben macht damit keinen Spaß, aber mit viermal hin und her kommt ihr auf dem Tisch rum. Ich hatte jetzt gerade einen Model Team Laster, Riesenteil, der ist hier einfach im Kreis gefahren. Egal, verlernt, was soll man tun? Dazu haben wir Türen, die können wir aufmachen, hier haben wir aber keine irgendwie eine Sicherung oder so. Der Anschlag ist, dass das hier dagegen dotzt. Das ist der Anschlag der Tür. Die Tür ist auch ein bisschen, sagen wir mal, bäumelig. Dann haben wir was ganz Tolles dabei, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Wir haben einen Zehnzylinder, der mitläuft. Seht ihr das? Und wenn ihr hier in dem Rad dreht, tut sich gar nichts. Wenn ihr an dem Rad dreht, läuft er mit. Das war die Funktion. Dass das so ist, ist eine Sparmaßnahme. Und Sparmaßnahmen haben wir mehr als Funktionen an dem Fahrzeug. Sparmaßnahme ist nämlich, dass wenn man hier dreht und hier dreht und sich nichts tut, dann liegt das daran, dass das Differential weggesperrt worden ist und dass der Motor nur an dem Rad liegt und das Rad hier einfach mit dem Pin da angesteckt ist. Da tut sich gar nichts. Sparmaßnahmen sind auch die schönen Lamborghini-Felgen. Das sind Standardfelgen aus dem Lego-Sortiment, da tut sich gar nichts. Verfeinert mit einer roten Achse und einer braunen Achse. Da ist nichts draufgesetzt, da sind keine 1x1 bedruckten Fliesen irgendwie in der Mitte drauf, da ist keine Radkappe drüber, wie bei den Speed Champions, um schön zu machen, da ist keine eigene Felge oder sowas drauf, gar nichts. Ihr bekommt ein absolutes Standard, irgendein Draht auf eurem sündhaft teuren Lamborghini. Richtig. Die nächste Sparmaßnahme, wie gesagt, die natürlich nicht fehlen durfte, ist das Lenkrad, dass es sich nicht in irgendeiner Form bewegt. Immerhin gegenüber dem Audi haben wir den Vorteil, dass wir hier ein Cockpit haben. Also wir haben auch zwei Sitzplätze drin und so, man kann da reinschauen. Also es gibt kein Armaturenbrett oder so, aber es gibt immerhin zwei Sitzplätze. Und wir haben noch eine schöne Sparmaßnahme bei eurem Lizenzmodell. Wir haben ja ein Lamborghini-Logo. Und jetzt sagt ihr Fokus, damit man oben Lamborghini lesen kann. Ja, so viel Fokus kann ich gar nicht machen. Da steht kein Lamborghini. Ich nehme an, das war zu teuer. Dann frage ich mich auch, wozu ich ein Lizenzmodell habe. Aber egal, das dahin zu drucken, war nicht mehr dran. Hinten auch die beiden Auspuffrohre. Da hätte dazwischen noch eine Plakette kommen können. Da steht nämlich der Fahrzeugname. Aber das wurde wohl auch weggespart. Dafür war kein Geld mehr da. Ebenso natürlich für korrekte Scheinwerfer oder die Möglichkeit, dass man halt diese Haube richtig verankert und vielleicht das aufmacht, was man beim richtigen Auto aufmachen kann. Aber das ist hier auch alles komplett weggelassen worden. Und wie gesagt, die größte Sparmaßnahme ist natürlich die Farbqualität. Die ist unterirdisch. Und zwar ganz unten drunter. Und ihr habt sie hier einfach nochmal bekommen. Gut, über blaue Pins und rote Geschichten braucht man nicht reden, die hier, also ich weiß nicht. Wir haben es aber schon viel schlimmer gesehen. Ich glaube, ich hatte kein Türkis in dem Fahrzeug. Ich bin relativ glücklich. Ich glaube, es war kein Türkis dabei. Also von daher, da kann ich mich über anderes aufregen. Asyl habe ich auch noch nicht gesehen. Übrigens, so kann ein Lamborghini aussehen, der nicht mal ein Lamborghini ist. Den erkennt man aber von Weitem im Dunkeln, ohne Probleme sofort. Man weiß genau, was das ist. Ja. Und das klappt auch. Kostet gleiche. Also, wenn man es direkt irgendwie in Asien ordert, die Hälfte. Also so viel, wie der auch kosten wird, wenn er ein bisschen im Markt war. Aber kann man sich halt überlegen, was die bessere Wahl ist und was später in der Vitrine besser aussieht. Es ist ein Rätsel, ich lasse es noch ein bisschen offen. Wie gesagt, das ist das Elend. Ich wäre jetzt dafür, dass wir mal einen schönen neuen Autotransporter bekommen, damit wir die weiteren Autos alle draufladen können. Vielleicht bekommen wir auch mal irgendwas Ausgefalleneres in der Preisklasse, als einfach immer wieder ein absolut identisch aussehendes Auto, ohne B-Modell, ohne irgendwas. Keine Federung drin, keine Funktionen, die cool sind, kein Designelement besonders gestaltet. Nichts. Es ist einfach nur, sie haben immer wieder neue Panels, die sie rausbringen, in neuen Farben. Wie gesagt, die sie aber nicht mal richtig treffen, deswegen in neuen Farben. Es ist komplett spaßbefreit, das gesamte Modell. Ich weiß nicht, wozu man das macht. Und ich gucke mir halt an, was die Konkurrenz im 50-Euro-Bereich bei Technik macht. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wer das kauft mit Verstand. Ich habe einen bei mir im Laden, vielleicht kann ich irgendwann mal davon berichten und dann weiß ich, wer dafür die Zielgruppe ist. Auf jeden Fall jemand, der nicht weiß, was es sonst am Markt gibt.
Das ist ein absoluter Notkauf. Deswegen besser was anderes. Auf jeden Fall. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.